Ah ja, sieht gut aus. Ah, servus. Hallo. Hi. Grüß dich. In dem Blog heute wollen wir euch einfach mal zeigen, was so die letzten Wochen bei uns los war. Es sind viele coole Sachen passiert. Das SWR war ja bei uns. Das haben wir so ein bisschen mitbegleitet. Dann sind die neuen Sachen gekommen für den Umbau vom Laden vorne. Und andere kleine coole Sachen passiert. Paul war da und so weiter. Das wollen wir euch einfach mal in dem Blog zeigen. Und das Erste, wir gehen mal rüber und gucken uns die neuen Sachen an. So, wir haben hier schon die ganzen neuen Sachen hier, wo für den Umbau, für den ersten Schritt vom Umbau gedacht sind. Weil wir wollen jetzt halt auch ein paar neue Möbel und so Sachen in unser Programm so vom Interieur her einbinden. Und da beginnen wir erstmal in dem Raum. Wir haben den jetzt neu gestrichen. Da sind auch Ständer drin für Schals und so weiter. Und da werden jetzt die ganzen Sachen aufgebaut. Das darf ich dann alles nächste Woche machen. Moja. Franz Josef. Moja. Das freut mich sehr, dass er da aussehen. Es macht einfach Spaß, wenn Leben ist. Prost. Prost. Morgen. Morgen. Guten Morgen. So. Genau, also wir machen jetzt hier ein paar Vorbereitungen noch und dann geht es gleich los, in einer halben Stunde ungefähr. Ja, ich will es aber nicht abräumen. Oh. Der geht leider nicht. So, jetzt geht es hier noch weiter. Die passen hier gut her, ne? Ja. Ins Bekleidungshaus. Ja. So, let's go nach vorne. Ja. Wenn Sie jetzt im Westerwald unterwegs sind, wenn Sie in der Südpfalz unterwegs sind. Ja. Wenn Sie gerade unterwegs sind. Ja. Ja. Oh ja. Vielleicht fragt man hier so stehen, genau. So die Endphase. Ne? Und dann hier vielleicht mit seinem Sohn mal irgendwie. Ne? Ist ja ein Riesenzufall, dass wir ausgerechnet heute am 1. März hier so aufschlagen. Ne? Ja. Was ist das für ein Gefühl, jetzt endlich wieder die Pforten zu öffnen von Ihrem Laden? Es war ein sehr schönes Gefühl, wir haben uns sehr gefreut. Wir waren Freitag, Samstag das komplette, oder fast das komplette Team hier, um einfach die Läden wieder auf Vordermann zu bringen, um Freude den Kunden, die Kunden, die dann kommen, und jetzt, dass wir denen Freude geben oder schenken können. Okay. Ja. Zufrieden mit dem Chef? Ach, nicht immer. Also im Normalfall knutschen wir uns und drücken uns und alles, aber im Moment müssen wir halt ein bisschen Abstand haben. So. Bei uns wirklich eine tolle Atmosphäre. Sehr familiär. Und die Freundschaften entstanden. Ja, ja. Und die Leute kommen wirklich hierher, weil es was ganz Persönliches ist. Das ist so schön bei Ihnen. Das ist wirklich die Freude. Da bin ich ganz ehrlich. Wenn das jetzt so ein Fuchsessen an wäre, wären wir hier nicht reingekommen. Ja. Moment. Stopp. Los, dann haben wir gleich einen Abschluss. Wenn Sie es gerade nur perfekt machen, dann kann man das. Okay. So, jetzt gibt es erstmal Kaffee. Ne? Cool. Das ist so ein bisschen Bomberjacke-Schnitt. Genau. Die ist echt cool. Hallo. Hallo.
Hallo, grüße dich. So, hier ist der Paul. Grüß dich, Paul. Magst du ein Espresso? Gerne. Bitteschön. So, ganz kurz zur Aufklärung. Paul ist der Paul ist der... Spülmaschine kann ich auch reparieren, das ist kein Problem. Espresso-König. Oh, das ist aber ein Kompliment, ey. Selbstverständlich. Guck dir das mal zum an. Wohl. Zum Wohl. So, die warum sage ich die ganze Zeit Spülmaschine? Glaub mir, heute geht deine Spülmaschine kaputt. Die Kaffeemaschine hier hatte nämlich heute gerade ihre Wartung. Und, was sagst du? Geht eigentlich, geht, aber ist noch nicht richtig. Aber geht noch besser. Ja. Hier ist schon mal die Bolognese, Linsen-Bolognese. Hier sind die Gnocchi. Genau. Sehr schön. Gut. Seit wie vielen Stunden sitzt du schon dran? Seit um neun. Oh, so, hast du neue Espresso probiert? Mega, eine gut, perfekte, ne? Crema. Ich habe gerade gesagt, es schmeckt sehr nussig und ja, ganz toll. Vielen Dank. Ja, siehst du, und ein weiteres Indiz, warum der Paul der Profi schlechthin ist? Ja, ich halte alle hier verwöhnt. Sehr gut. Aber ich habe gleich gesagt, so viel Lob habe ich schon seit ewig nicht mehr gekriegt. Wenn sie öfters zu uns kommen, wir wissen das zu schätzen. Ja, ganz genau. Dankeschön. Wir so sind verwöhnt durch die Jakob auch, gell? Danke. Ja, das kannst du nicht sagen, wenn ich dann jedes Mal Espresso trinke. Siehst du, das ist eine gute Atmosphäre, ja, was du hier hast. Ne? Ganz genau. Das ist A und O im Geschäft, ne? Ja, sehe ich genauso. Mein Frühstück. Was sehr nachhaltig ist. Ist das hier Placement oder was? Hm? Ja, einer der nettesten Menschen auf dieser Welt. Hallo. Kommt hier. So. So, der nette Postbote nimmt unser Paket mit. So, Service vor Ort. Mach mit, gell? Was mach mit? Hanifi kannst du auch sagen. Hanifi? Ja. Macht Freude, mit so netten Menschen zusammenzuarbeiten. Gut. Gut. Viel Spaß damit. Dankeschön. So, einen schönen Tag noch. Danke gleichfalls. Und lieben Dank immer wieder. Ciao. Ciao. So, hier neue Ware von Light and Living. Darf ich dich wenigstens 2 Sekunden einschneiden? Ja, aber das Licht, das ist... Von